und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, was habe ich im August aufgebraucht? Und ich würde sagen, let's show you. Ich bin zufrieden. Wenn ihr das gerade seht, bin ich in Sweden. I am home. Yes. Ich freue mich enorm, weil ich echt so, es war nicht hundertprozentig sicher, ob ich nach Schweden kommen durfte. Und ja. So, I'm excited to be home with my family. Und ich hoffe, ich habe eine schöne Zeit dort. Hopefully. Und jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch, was habe ich im August aufgebracht. Ich bin definitiv zufrieden. Ich finde, ich habe gut aufgebracht. Und ich würde sagen, let's show you. Was habe ich aufgebracht? Ich beginne einfach so, wie es jetzt da liegt. Und zwar als erstes habe ich von Isana das Deo Spray in Watermelon aufgebracht. Und ich habe einfach, das habe ich letztes Jahr gekauft. Letztes Jahr Rossmann Hall, kann ich euch verlinken. Und es hat einfach ein Jahr gedauert, bis ich es aufgebracht habe. Ja, ich habe einfach bemerkt, dass ich im Winter, ich meine, ich benutze dann halt so, also jetzt ist da nichts mehr drin, aber so tschu, tschu, beziehungsweise bam, bam. Und im Sommer durch intense, more intense. Und bin auch nicht so, als wenn ich im Winter Deo vergesse, bin ich so, who cares. Aber im Sommer, finde ich, brauche ich das. Da brauche ich Deo. Und habe einfach gemerkt, dass ich im Sommer einfach viel mehr Deo aufbrauche. Yes. Aber jetzt würde ich sagen, was haben wir noch hier aufgebraucht? Dann habe ich von Merz Special die Feuchtigkeitsmaske in Aloe Vera Joghurt. Und ich muss dazu sagen, ich fand die richtig, richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich wünschte, wir hätten einen Rossmann hier. Aber unfortunately we don't. Aber sehr, sehr, sehr cute. Ja, fand ich echt, echt süß. Würde ich definitiv wieder nachkaufen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Sehr, sehr pflegend, hat sich sehr angenehm angefühlt. Wichtigste ist dann halt dann danach am nächsten Tag das runterzuwaschen, weil es war schon sehr, sehr viel Produkt und sehr, also so viel Produkt hat meine Haut einfach nicht aufnehmen können. Es war einfach ein bisschen intens. Dann haben wir Self-Tan and I'm wearing Self-Tan at the moment. Und zwar, aber nicht den hier. Und zwar ist es von Damn Sundance, die Selbstbräunungsmilch, und ich finde die gut. Die gefällt mir gut, die macht nicht fleckig, die macht eine schöne Bräune. Das Einzige, ups, das Einzige, was sie macht, sie kann abfärben. Nicht so richtig intens, aber das kommt auch wirklich drauf an, bei jedem individuell, wie viel man schwitzt. Also das hat, das hat damit zu tun. Also wenn es schmiert da schon alles weg? Nee. Aber wenn das, wenn es sehr, 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 sehr stark schmiert, liegt es einfach daran, dass ihr sehr, sehr, sehr viel schwitzt. Weil wenn du schwitzt, geht der Self-Tan einfach runter. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bekomme, it's not very pretty, aber immer unter den Achseln geht bei mir der Self-Tan runter. Und das ist, weil ich einfach im Sommer dort schwitze. Im Winter schwitze ich eigentlich gar nicht. Aber im Sommer schwitze ich unter den Achseln, Sport, was auch immer. Ich schwitze einfach unter den Achseln und da verschwindet bei mir immer der Self-Tan. Genauso wie bei den Füßen verschwindet bei mir auch der Self-Tan. Feet and Achselhöhlen, da verschwindet bei mir der Self-Tan. Also für euch als Info, bei mir hält das sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr schön. Aber wenn ihr viel schwitzt, es ist extrem, sei es sagen wir, es hat 40 Grad, dann ja, dann ist es halt, geht es halt leicht runter. Ich fand aber die Bräune schön. Ich mag Bräunungsmilchen und sowas viel mehr wie so Sprays. So Sprays finde ich überhaupt nicht. Gefällt mir eigentlich gar nicht. So, the more you know. Also ich würde es auf jeden Fall wieder nachkaufen, ja. Aber ich habe noch ein paar Self-Tans, die ich benutzen werde. Dann kommen wir zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wie gesagt, bitte mit dem Doktor abklären. I'm not your doctor, so speak with him or who or whatever. Und zwar von Doppelherz die Hyaluron-Kapseln. Oder wie auch immer sie heißen. Und da ist Biotin und ja, ich weiß nicht. Ich habe die halt genommen in einer Phase, wo ich enorm gestresst war. Und meine Haut war enorm schlecht. Und ich weiß jetzt eben nicht, ob, also sie werden meine Haut nicht schlecht gemacht haben. Oder, also ich glaube einfach, dass sie vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde sie vermutlich einfach nicht nachkaufen, weil in der Phase meine Haut sehr, sehr schlecht war. Und ja, irgendwie auch das mit der Pille war irgendwie cool. Also ich würde es einfach persönlich nicht nachkaufen. Also wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, würde ich es einfach nicht nachkaufen. Obwohl da steht Biotin-Trick zur Erhaltung normaler Haut. Ich weiß nicht, irgendwie,
Ich war, ich, ja, ich würde es nicht nachkaufen. Let's put it at this, und ich mache hier schon Unordnung. Dann habe ich von Isana die Sunset Beach Tuchmaske. Das ist so eine wundervolle Limited Edition. Super angenehm, schöne Tuchmaske, kann man gar nicht sagen. Also ich meine, ich merke jetzt keinen super duper Unterschied, aber war sehr, sehr angenehm, hat gut gerochen. War ein definitiv ein positives Erlebnis. Würde ich, wenn ich könnte, nachkaufen. Yes. Dann haben wir von Balea die bedrückte Fußsockenmaske in Butter, Milk and Lemon. Sehr, sehr hübsch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mag solche Fußmasken. Find einfach, ich glaube auch, das ist auch der Unterschied zwischen Fußmasken. Ich finde, die sind einfach intensiver, als wie wenn du nur die Füße einschmierst. Also es hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich mag Fußmasken und diesen Daumen hoch hat auch gut gerochen. Dann haben wir von Balea Winter Protect Haarbalsam. Also das ist anscheinend auch eine Limited Edition. Das heißt, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wir stubbern mal dran. Ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie auch nicht so gut gerochen. Es stört nicht, dass das eine Limited Edition war, weil ich persönlich fand die nicht sehr gut. Also, die Haare haben immer komisch gerochen. Es war auch nicht sehr pflegeleicht. Es war irgendwie, also dieses eine Haarbalsam, das ich irgendeinem Monat auf jeden Fall aufgebraucht habe. Das hat mir super gut gefallen und habe ich ja auch nachgekauft. Das finde ich super. Das, no. War einfach nicht mein Favorite, no. Also würde ich persönlich nicht nachkaufen. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das hat mir Haare schlecht gemacht. Aber es war nicht, hat mir nicht so gefallen. No, I wouldn't buy it again, yes. Dann machen wir von Reval Loves Me das Setting Spray, habe ich aufgebraucht. Das war natürlich nicht sehr viel Produkt und war jetzt auch nicht so schwer, das aufzubrauchen. Aber wie ich auch im Getestet gesagt habe, wunderschönes Setting Spray. Sehr, sehr schön, gefällt mir super, super gut. Schöner Sprüher, hat das Make-up schön gemacht, hat schön das Make-up verschmolzen. Sehr, sehr gut. Würde ich definitiv nachkaufen. Kann euch dieses Setting Spray wirklich, wirklich empfehlen. Ich finde das wirklich, wirklich schön. Ist ein schönes, schönes Setting Spray. Also, und ich finde immer, Setting Spray ist etwas, ihr müsst kein High-End Setting Spray haben, aber ein Setting Spray ist einfach super, super wichtig, damit es Make-up schön verschmilzt. Das ist einfach wirklich A und O. Ich könnte nie ohne Setting Spray mehr leben, weil einfach es wird sonst dieser Masken. Natürlich sieht man, dass ich Make-up habe, aber es ist halt, ich sehe sofort einen Unterschied, ob ich Setting Spray um habe oder nicht. Und das ist ein wunderschönes Setting Spray, kann ich euch nur empfehlen. Also würde ich zuschlagen, ja. Yeah. Dann habe ich von Revolution den Sika Tonic in Green Tea Extract. Und ich muss dazu sagen, ja, das ist ein echt schöner Toner. Ich glaube fast, dass das mein Favorite Toner ist von den, von den Toner, die Revolution im Sortiment hat. Weil ich den am beruhigendsten fand. Also für meine Haut ist sehr, sehr empfindlich und nicht sehr, sehr empfindlich, aber sie kann empfindlich sein und kann auch sehr irritiert sein. Und dann mag ich es halt, wenn der Toner eher mehr beruhigend ist, beziehungsweise ein bisschen mehr. Oder steht eben auch Calming Tonic und das merke ich. Weil ich habe hier diesen Orangenen und der ist mehr aggressiv, nenne ich es mal. Also mehr reinigend. Also das ist mehr Calming und ja, so wie es eh schon sagt. Also ich würde den definitiv wieder nachkaufen. Finde den ganz, ganz, ganz toll. Werde jetzt noch meine ganzen anderen Toner aufbrauchen. Aber dann würde ich definitiv den wieder nachkaufen, weil ich den sehr, sehr gut fand. Der ist super, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich auch noch von Lush und zwar die Imperialis Gesichtscreme. So sieht es aus, super, super dreckig. Aber die war schon dreckig, wie sie gekommen ist, weil der Lush verpackt ja nichts. Jetzt habe ich nochmal geschaut, es ist eh leer, aber es ist natürlich leer. Und zwar, es riecht sehr natürlich, würde ich dazu sagen. Es riecht sehr, sehr, ja, natürlich einfach und das war auch in der Phase, wo meine Haut sehr, sehr schlecht war. Das heißt, ich habe da ja sehr viele Sachen ausprobiert und Stress, die einfach meine Haut, glaube ich, beeinflusst haben. Und irgendwie war diese Kombination schrecklich. Würde ich die nachkaufen? Nein. Weil sie hat irgendwie nicht meiner Haut gut getan. Also jetzt auch nicht schlecht, aber da steht eben, dass sie sie in Balance bringen soll, also in Balance. Und das hat sie irgendwie nicht getan. Ich fand eher mehr, dass die
Und dann war sie so flüssig am Schluss und keine Ahnung, ich würde die einfach nicht nachkaufen. Also ich finde Lush ganz, ganz tolle Produkte. Die Gesichtsmasken sind auch cool und wenn ich dann 5 Pöttchen habe, kriegt man ja gratis eine Gesichtsmaske. Also immer schön auswaschen und dann bei Lush mitnehmen. Dann bekommt sie ja dann wieder eine Gesichtsmaske. Und da werde ich auf jeden Fall, wenn ich meine 5 Pöttchen gesammelt habe, lasst mich das jetzt wissen, für die, die noch dran sind. Und zwar wollt ihr einen Live-Lush-Haul oder soll ich es ganz normal machen? Wenn mir niemand was schreibt, meine lieben Leute, dann mache ich es ganz normal hier, ich nenne es jetzt mein Studio, in meinem Studio, weil es einfach für mich einfacher ist. Aber wenn ihr unbedingt sagt, oh mein Gott, wir wollen unbedingt einen Lush-Live-Haul, dann lasst mich das gerne wissen. Dann werde ich das definitiv tun. Wird vermutlich aber erst so Oktober oder sowas sein. Also es ist noch time, weil einfach, also ihr habt lange Zeit, mir das wissen zu lassen. Also wenn ihr es wollt, dann habt ihr 3, 4 Monate Zeit. Weil es werden jetzt dann im September, denke ich schon, dass die jetzt die Adventskalender kommen. Ich freue mich schon. Ich freue mich sehr. Ich mache das jedes Jahr. Auch wenn es nicht meine bestgewatchten Videos sind, finde ich es einfach super, super lustig und es macht mir enorm viel Spaß. Und ich werde weiterhin meine Adventskalender-Videos machen. Jetzt. Das letzte Produkt, das ich aufgebracht habe, und zwar ist es von Revolution. Der Perfume in der Farbe, würde ich schon sagen, in Revolutionary. Und ich habe ja momentan eine Obsession mit Perfumes. Ich weiß nicht, ob es der Sommer ist, aber es ist schon ziemlich lange. Also seit Februar eigentlich. Ups, seit Februar habe ich so eine Obsession mit Perfumes. Ich bin so, ich habe sehr, sehr, sehr viele Perfumes noch vor 4, 5 Jahren. Die nicht cruelty-free sind, das heißt, die versuche ich auch aufzubrauchen. Aber ich habe natürlich sehr, sehr viele cruelty-free Perfumes. Und das ist zum Beispiel eins davon. Und das ist ja ein Dupe von dem Lancôme. Und das Lancôme ist natürlich nicht tierversuchsfrei. Aber das ist es eben. Und ich wollte nur erwähnen, meine Cousine, da kam ich von der Arbeit. Und sie so, oh mein Gott, ist das von Lancôme, das, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, La Vie Bella oder irgendwie so gleich heißt es. Und sie so, ist das von Lancôme, das? Und ich so, nee, das ist ein Dupe von Revolution. Und das fand ich richtig, richtig cool, das sozusagen, oh mein Gott, ist das von Lancôme? Und ich so, no, it's from Revolution. Und es riecht sehr, sehr gut. Es ist mehr ein Heavy-Duft. Also, wenn du den Lancôme-Duft kennst, es ist ja mehr sozusagen parfümlastig, also Parfüm, powdery und sehr, sehr deftig, aber gut. Das riecht so gut. Ich schnuppe hier gerade. Ja, und ich habe die auch, glaube ich, 5-mal doppelt. Ihr wisst es gar nicht. Also ich habe Produkte in meiner Collection, die habe ich doppelt. Aber das erzähle ich euch nicht, weil sonst würdet ihr mich, glaube ich, weiß ich nicht, da würdet ihr sagen, Linnea, what are you doing? Aber ich glaube, ich hab dieses Parfüm, ja, sehr, sehr oft. Also ich habe das noch sehr, sehr viele Exemplare von diesem wundervollen Stück. Die anderen, wenn ich sie aufbrauche, werde ich euch natürlich auch zeigen. Aber auf jeden Fall habe ich das jetzt aufgebraucht und ich habe es natürlich schon, wie gesagt, ihr wisst, ich habe es jetzt schon 5-mal nachgekauft. Das heißt, ja, würde ich es definitiv nachkaufen. Ja, natürlich bei so billigen Parfums musst du mehr Sprays machen. Also ich spray dann schon so bam, 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 bam. Also wirklich. Vor allem, ich will auch immer, dass man mein Parfum riecht. Das ist jeder sehr individuell. Aber sehr, sehr gut. Jetzt habe ich, glaube ich, 5 Minuten über dieses Parfum geredet. Aber ich finde die sehr, sehr gut. Ich mag die von Revolution. Und ich hoffe, dass Revolution noch andere Fragrances rausbringt. Sie haben zwar die von dieser Love Island Collection, aber die finde ich auch vom Packaging so hässlich. Weil die, finde ich, kann man so super schön verschenken. Die sind echt hübsch. Die mag ich. Yes. Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch denn. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nennen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!